Gelobt sei Jesus Christus. Nella lettura di oggi l'Apostolo Paolo si lamenta del fatto che a Filippi c'erano apparentemente molti battezzati che si comportavano come nemici della croce di Cristo e dice il loro ventre e il loro Dio. Quanti battezzati anche oggi sono diventati infedeli alla loro vocazione cristiana e probabilmente alcuni o addirittura molti non ne hanno colpa. Questo perché i genitori cristiani non educano più i loro figli nella fede. Ai figli manca un modello di riferimento, oppure è proprio questo modello che è così importante. Ad Albert Schweitzer, medico, pensatore e teologo protestante tedesco, morto in Africa nel 1965, fu chiesto una volta come fosse meglio educare i figli. Lui rispose secondo tre principi. Primo, con il proprio esempio. Secondo, con il proprio esempio. Terzo, con il proprio esempio. In effetti l'esempio e quindi il modello è importante. Anche Paolo lo vedeva bene quando diceva «Siate miei imitatori e osservate coloro che si comportano secondo il modello che avete in noi». Siate miei imitatori. Possiamo dire questo di noi stessi, cari fratelli e sorelle? Siamo davvero un esempio per gli altri? Il santo che celebriamo oggi lo è stato certamente. Il terzo successore dell'Apostolo Pietro, Clemente il primo, che fu papa dal 88 fino al 97. L'imperatore Traiano lo aveva esiliato nella penisola di Cherson in Crimea, dove condusse molti compagni di prigione alla fede in Cristo, come Massimiliano Kolbe, che fu condannato a morte insieme ad altri 9. Non fu dato loro nulla da mangiare e, cosa ancora più terribile, nulla da bere. Furono lasciati soli. Ciò che padre Massimiliano fece per prepararli alla morte deve essere stato meravigliosamente efficace, perché all'inizio i condannati a morte furono sentiti cantare e pregare ad alta voce. Ma con il passare dei giorni il sangue nelle loro vene diventava incandescente per la sete e le loro labbra si gonfiavano. Le loro voci diventavano sussurri sempre più flebili. Infine non si udì più alcun suono. Uno dopo l'altro morirono nel silenzio solitario. Don Massimiliano fu l'ultimo a passare all'eternità. Clemente probabilmente ha dato la vita in modo simile. Fu affondato nel Mar Nero con un'ancora al collo oppure una pietra. San Papa Clemente, San Massimiliano Kolbe, pregate per noi
affinché anche noi possiamo diventare veri modelli per gli altri. Liebe Geschwister im Herrn, heute in der Lesung klagt der Apostel Paulus, dass es viele Christen gibt, dass es in, und zwar in Philippi, an die sich sein Brief hier richtete, den wir gehört haben, dass es also offenbar viele Getaufte gab, die sich als Feinde des Kreuzes Christi benommen haben. Und er sagt, dass ihr Gott der Bauch ist. Wie viele Getaufte gibt es auch heute, die ihrer christlichen Berufung untreu geworden sind? Und dabei haben manche oder auch viele wahrscheinlich keine große Schuld. Denn die christlichen Eltern erziehen ihre Kinder nicht mehr im Glauben. Den Kindern fehlt das Vorbild. Dabei ist gerade das Vorbild so wichtig. Albert Schweitzer, ein deutscher Arzt, Denker und evangelischer Theologe, der 1965 in Afrika verstorben ist, wurde einmal gefragt, wie man am besten die Kinder erzieht. Er antwortete nach drei Prinzipien. Erstens, durch das eigene Beispiel. Zweitens, durch das eigene Beispiel. Drittens, durch das eigene Beispiel. In der Tat, das Beispiel und damit das Vorbild ist wichtig. Auch Paulus hat das richtig gesehen, wenn er sagte, seid meine Nachahmer und schaut auf die, die nach dem Vorbild wandeln, das ihr an uns habt. Seid meine Nachahmer. Können wir das von uns sagen, liebe Brüder und Schwestern? Sind wir den anderen wirklich Vorbild? Der Heilige, den wir heute feiern, war es jedenfalls. Er ist der dritte Nachfolger des Apostels Petrus, Clemens der Erste, der von 88 bis 97 Papst war. Kaiser Trajan hatte ihn auf die Halbinsel Cherson auf der Krim verbannt, wo er viele Mitgefangene zum Glauben an Christus geführt hat, wie Maximilian Kolbe, der mit 9 anderen zum Tod verurteilt worden war. Sie erhielten nichts zu essen, was noch viel fürchterlicher war, nichts zu trinken. Man ließ sie allein. Was Pater Maximilian tat, um sie zum Tod, auf den Tod vorzubereiten, muss wunderbar wirksam gewesen sein. Denn man hörte die Todeskandidaten zunächst singen und laut beten. Aber als die Tage vergingen, das Blut in ihren Adern sich vor Durst in Feuer verwandelte und ihre Lippen anschwollen, wurden ihre Stimmen zu immer schwächer werdenden Wispern. Schließlich hörte man keinen Laut mehr. Einer nach dem anderen starb in dem einsamen Schweigen. Pater Maximilian war der Letzte, der in die Ewigkeit hinüberging. Ähnlich hat wohl auch Clemens sein Leben hingegeben. Er wurde mit einem Anker oder mit einem schweren Stein um den Hals im Schwarzen Meer versenkt. Heiliger Papst Clemens, heiliger Maximilian Kolbe, bittet für uns, dass auch wir wahre Vorbilder für andere werden. Gelobt sei Jesus Christus.